Hallo alle bei Chaos TV. Ja, darf man aus Deutschland Live-Sendungen bei YouTube anbieten? Das will ich euch heute beantworten. Die Antwort steht im Rundfunkstaatsvertrag. Dort heißt es unter anderem in Paragraph 20: Private Veranstalter bedürfen zur Veranstaltung von Rundfunk einer Zulassung. Toll. Das Problem, eine Zulassung kostet derzeit 1000 Euro. Tja, und wer die nicht hat, ja, oder nicht ausgeben will, ja, der hat Pech gehabt. Der darf nämlich auch nicht live senden. Ja, aber schauen wir mal auf den zweiten Absatz. Dort steht nämlich, wenn ein elektronischer Informations- und Kommunikationsdienst dem Rundfunk zuzuordnen ist. Aha. Demnach gibt es ja bestimmte Arten von Live-Sendungen, die nicht dem Rundfunk zuzuordnen sind und somit auch nicht zulassungspflichtig wären. In Paragraph 2 Absatz 3 des Staatsvertrags steht in Satz 1: Kein Rundfunk sind Angebote, die jedenfalls weniger als 500 potenziellen Nutzern zum zeitgleichen Empfang angeboten werden. Ja, toll, aber ziemlich nutzlos, denn sicherlich liegt die Grenze der möglichen gleichzeitigen Zuschauer bei YouTube weitaus höher. Satz 2 lasse ich mal unerwähnt, da diese Möglichkeit nicht an YouTube gerichtet ist. Ebenso gilt das für Satz 5. Dort wird auch noch eine Möglichkeit benannt, die für YouTuber aber nicht in Betracht kommt. Deshalb erspare ich sie euch. Ja, schauen wir mal auf Satz 3. Kein Rundfunk sind Angebote, die ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen. Ja, muss ich ja wohl nicht viel zu erklären. Eine Live-Sendung über eine private Geburtstagsfeier oder die Einschulung der Tochter ist natürlich auch kein Rundfunk. Ist zwar schön, aber im Grunde genommen genauso nutzlos wie Punkt 1. So, nun noch Satz 4. Kein Rundfunk sind Angebote, die nicht journalistisch redaktionell gestaltet sind. Ja, jetzt wird es ein bisschen spannender. Ob eine Live-Sendung journalistisch redaktionell gestaltet ist oder nicht, kann man eigentlich am besten feststellen, wenn man sich fragt, ob der Inhalt der Sendung auf die Erzeugung einer bestimmten Meinung beim Zuschauer abzielt. Filmt man beispielsweise live eine Pressekonferenz und nimmt selber keine Bewertung vor, so kann nicht unterstellt werden, dass die eigene Sendung ziele darauf ab, ein bestimmtes Meinungsbild beim Zuschauer zu erzeugen. Anderes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel ein Live-Mitschnitt eines Pokerturniers. Wenn man da seinen Senf nicht dazu gibt, kann eine persönliche Beeinflussung auf ein bestimmtes Meinungsbild kaum bejaht werden. Das ist zumindest meine Meinung. Würde man hingegen jedoch einen an sich guten Spieler beispielsweise nur gerade dann zeigen, wenn dieser einen der sehr wenigen schlechten Spielzüge vorgenommen hat, könnte man möglicherweise schon von einer journalistisch-redaktionellen Gestaltung sprechen, da man ja oder da hierdurch der Zuschauer in seiner Meinung so beeinflusst werden könnte, dass dieser ein falsches Bild von dem an sich sehr guten Spieler erhält. Ist alles ein bisschen schwammig, aber nach meiner Einschätzung wäre das so. Klarer ist die Sache natürlich wiederum, wenn man den Spieler jetzt in seiner Spielweise mit einem Kommentar bewertet, möglicherweise sogar vielleicht noch einen besseren Spielzug äußert. Ja, genau dann ist ein direkter Einfluss auf die Meinung der Zuschauer gegeben. Genau dann zielt die Sendung eben nicht nur darauf ab, neutral über etwas zu berichten, sondern will man seinen Kommentaren ja Einfluss auf den Zuschauer nehmen. Will man mit seinen Kommentaren ja Einfluss auf den Zuschauer nehmen. Ja, leider ist auch Satz 4 unterm Strich relativ nutzlos. In der Regel lebt der eigene Sender bzw. die eigene Live-Sendung ja eben von einer gewissen und möglichst einzigartigen persönlichen Darstellung, die sicherlich auch zum Ziel hat, den Zuschauer zu einer bestimmten Meinung zu bringen. Schneidet man eine bestimmte Situation neutral live mit, erreicht man zudem auch nicht den in der Regel erwünschten Wiedererkennungswert des eigenen Senders.
möglicherweise gibt es nämlich noch hunderte andere, die genau denselben Bericht zeigen. Ja, wie ihr leider seht, ist das Live-Senden ohne Zulassung an sehr enge Grenzen gesetzt. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Und das Gute kommt bekanntlich immer zum Schluss, denn in § 2 Absatz 1 heißt es, Rundfunk ist ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst. Er ist für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltungen und Verbreitung von Angeboten im Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans unter Benutzung elektrisch vorbei aus. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Das Gute kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. Ja, im § 2 Absatz 1 heißt es, Rundfunk ist ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst. Er ist für die Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltungen und Verbreitung von Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans und so weiter. Ihr seht schon, ich habe da was unterstrichen, und zwar linear, Bewegtbild und entlang eines Sendeplans. Das ist eigentlich das, was für uns ganz entscheidend ist. Ja, ich erkläre es mal. Sender wie zum Beispiel ARD oder RTL senden linear entlang eines Sendeplans. Morgens kommen beispielsweise die Frühstückssendungen, mittags die Mittagsmagazine und abends dann halt ein bestimmtes Abendprogramm. Und das Tag für Tag. Ja, eben linear, entlang eines bestimmten Sendeplans. Gäbe es keinen Sendeplan, beziehungsweise würde ein Sender nicht zu vorhersehbaren, unregelmäßigen Zeiten senden, läge auch keine Linearität vor. Und jetzt kommt das Erfreuliche, dann liegt auch kein zulassungspflichtiger Rundfunk vor. Konkret heißt das, wenn ihr also nicht immer zur selben Zeit und nicht regelmäßig live sendet, braucht ihr nach meiner Einschätzung gar nichts befürchten. Eine Zulassung ist wegen fehlender Linearität nicht erforderlich. Ich würde da sogar jetzt noch was weitergehen und unterstelle mal, dass ihr, wenn ihr unregelmäßig sendet, dies nach meiner Einschätzung durchaus auch ankündigen könnt, weil ja eine bloße Ankündigung begründet ja noch keinen linearen Sendeplan. Ich meine, wenn man die Sendung nicht ankündigt, niemand weiß, dass die stattfindet, ja, wird man natürlich auch nicht so viele Zuschauer erreichen, wie wenn man das jetzt vielleicht in Foren oder sonst wo verbreitet. Gut, jetzt noch zum Schluss zu den Bewegtbildern. Ja, muss ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Kommentiert man beispielsweise Webseiten nacheinander, zeigt immer wieder neue Webseiten. Ja, bewegt sich zwar auch etwas in der Sendung, aber dies wäre dann eher Webradio, sage ich mal. Das ist halt zulassungsfrei. Und allerdings müsst ihr aufpassen, ist das anzeigepflichtig. Ja, also sobald sich was in dem Video bewegt, bewegte Bilder, wenn man sich selber da zeigen würde und rennt da hin und her, ist es natürlich ein bewegtes Bild. Aber wenn ich jetzt nur eine Webseite zeige, nicht. So, ich denke, das war's. Ich hoffe, dass ich weiterhelfen konnte. Bis demnächst. Ja, alle gemachten Aussagen sind natürlich nur meine persönliche Meinung. Und wenn ich was falsch erklärt habe, halte ich es, ja, eins wie ein bekannter Fußballtrainer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? In diesem Sinne, tschüss und bis demnächst.